Und da sind wir auch schon wieder. Hier brennt noch mein restlicher Baum mit der Kaktusfarm ab. Ich wollte euch nämlich jetzt zeigen, wie man eine Mobschleuder macht. Das ist jetzt das einfach mal so ein Special-Video. Das ist irgendwie richtig genial und lustig. Besonders wenn die armen Schweine dann ja nicht, wenn das dann lustig aussieht. Es sieht da auf jeden Fall lustig aus. So, ich baue also einen Turm erstmal, einen ganz normalen Turm, so 3x3 Blöcke hoch. Und nach einer bestimmten Zeit, wenn man denkt, auch jetzt machen wir mal, fangen wir mal an, dann baut man so ein Löcherturm, wo innen drin ein Loch ist. Und das baut man dann ungefähr 10 Blöcke hoch oder 5, wäre besser gesagt. Das ist jetzt meine dritte Reihe. Vierte. Das ist die fünfte. So. Das ist die sechste. Jetzt reicht das nur mal ein bisschen, oder? Zwei. Ich gucke jetzt gerade mal. Alter. Wo Boden ist. Da ist Boden. Gut. Dann kann ich nämlich das mal markieren, extra nur für mich halt, ne? Reicht mir das? Das reicht mir theoretisch schon. Und jetzt mache ich das mal Pink. Und dann mache ich noch mal hier ein bisschen Pink dran. Für die Zuschauer, die schon ein bisschen älter sind. Und die das als Spaß sehen, finde ich nett. Für die Zuschauer, die den Spaß nicht vertragen können, können wegschalten. Auf jeden Fall wird es netterweise lustig aussehen. Aber alles nur Spaß, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist so bäh. Das ist Spaß. So, am besten macht man das dann auch noch mit weißen Schafen. Und das sind die hier. Da müsst ihr jetzt also in das Loch Schafe reinmachen. Am besten so viel wie gehen. Am besten so weit, wie das Handy aushält, oder eher gesagt das Tablet, wie lang das so viele, bis das Tablet nicht mehr hängt oder nicht oder anfängt zu hängen, besser gesagt, weil dann macht es, dann ist es lustiger. Das sollte reichen, wenn das schon backt so ein bisschen da, dann reicht das. Dann müsst ihr einfach nur hier oben den ersten Block Wasser setzen. Und jetzt kommen die Schafe alle da hoch. Und jetzt sprüht es Schafe sozusagen. Oh, hier mal. Bup, 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 bup. So, weg damit mit dem Eimer Wasser. Brauchen wir jetzt nicht. So. Oh, jetzt gibt es hier eine ganze Menge Wolle einzusammeln. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man nicht, wenn man ganz viele Hühnereier hat. Dann wirft man die da rein. Und dann spült das die Hühner nach oben. Warte, das kann ich jetzt auch mal gerade mit. Mit was kann man das mal machen?
Ich mache erstmal hier, da ist es. Hey. So. Damit es auch kein Schaf irgendwie dran denkt. Nur, egal. Jetzt könnte man das mit Dorfbewohnern gehen, glaube ich, auch. So, setzen wir ganz viele Dorfbewohner da rein. Und dann noch ein paar Schafe dazu. Und halt dann wieder, bis es leckt. Im Moment ist es noch nicht der Fall. Also, los geht's. Und dann zur Abwechslung vielleicht noch. Geht das? Geht das? Kann ich Creeper setzen? Jo. Zur Abwechslung noch ein paar Creeper, die das zur Möglichkeit nicht in die Luft fliegen lassen. So, und jetzt sollte es langsam hängen oder backen. Dann kommt wieder der Eimer Wasser. Und jetzt geht gleich der Spaß los. Whee! Creeper fliegen durch die Gegend. Und das Lustige ist, die brennen dann alle, weil da oben Feuer ist. Hat man also hier so ein paar rote Dinger rumfliegen. Also ich will sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Oh, zwei Schafe sind hier unten gekrepiert. So, aber das ist eine sehr lustige Abwechslung. Und ja, mit einem Feuerzeug kann man Creeper außerdem zum Explodieren bringen, falls ihr das noch nicht wusstet. Kann man dann da drauf drücken, anzünden. Und dann bumm. So, das wollte ich jetzt auch nochmal ausprobieren, ob das jetzt nun geht. Brennende Pfeil, brennende Pfeil. Kein brennender Pfeil, schade. Ich dachte, ich mache das jetzt noch mal schnell hier bei der Aufnahme. Das ist ja jetzt egal, bei wo ich das mache. Dann mache ich in meine Halbstufe rein. So, ich dachte immer, Feuerzeug und das da, dass wenn ich hier und dann da durchschieße durch das Feuer, dass ich dann einen brennenden Pfeil zu Gesicht bekomme. Aber das war dann nicht so und das finde ich schade. Besonders, dass... Das kann man gut als, ich glaube, da gibt es ja irgendwie aus Server neuerdings. Oh, so viel Schwarzpulver. Das kann man auch gut als Spiel bei so einem Survival-Game da so machen. Bilder abschießen zum Beispiel. Weil immer... Das ist natürlich jetzt sehr einfach gemacht, weil ich es nämlich nicht kann. So. Aber ihr wisst, wie man einen Penis baut.
auf das wollte ich nämlich alles hinaus. Und hier ist der Baum wahrscheinlich abgebrannt, so teilweise oder komplett. Und ihr habt jetzt einen reinen Wasserfall. Nein! So. Egal, ihr habt jetzt den Wasserfall und dies und das und blubber blubber bla. So, also, viel Spaß bei dem Selbsterstellen des Mob-Schmeißer-Gerät-Teil und viel Spaß auch bei dem Kaktusfarm bauen, was ich davor gemacht habe. Und tschüss!